Du bist zwar Teil eines Teams, aber wir beide wissen, dass du deinen Teamkollegen sowohl im Qualifying als auch im Rennen schlagen willst. Er hat das gleiche Auto, ihr habt also ähnliche Voraussetzungen. Hier kannst du sehen, wie du im direkten Vergleich mit ihm dastehst. Wenn du zur Saisonmitte vor deinem Teamkollegen liegst, kannst du zur Nummer 1 im Team werden, beziehungsweise deine Rolle als Nummer 1 festigen. Als Nummer 1 erhältst du Updates früher als dein Teamkollege. Außerdem kannst du bei Entwicklungen mitreden. Du kannst also dafür sorgen, dass das Team das Auto deinen Vorstellungen entsprechend baut. Wir sind soweit. Okay, es sollte ein Kinderspiel sein, die nächste Qualifying-Session zu erreichen. Versuche so früh wie möglich eine gute Zeit zu fahren, damit wir die Reifen schonen können. Denk beim Rausfahren an die weiße Linie, sonst kriegst du eine Strafe. Oh.
beteiligen. Temperaturen sehen sehr gut aus. Du legst in allen Sektoren. Im Moment sind viele Autos draußen. Wir warten besser, bis es etwas leerer wird. Du bist ganz dicht dran. Fahr raus und leg eine schnelle Runde hin. Du kannst es schaffen. Alles ist bereit. Auf geht's. Auf die weiße Linie. Riskier keine Strafe.
auf den 18. Platz zurückgedrängt. Noch eine Minute, nur noch eine Minute. Sekunden in dieser Session. Gut so, du hast Q2 erreicht. Wir werden die gewünschten Änderungen vornehmen. Vielleicht solltest du rausfahren. Im Moment ist es ziemlich ruhig auf der Strecke. Fertig. Pass auf, dass du bei der Boxenausfahrt nicht die weiße Linie überfährst, sonst gibt es eine Strafe. Minuten.
beendet Q3 ohne die Stadt. Noch 2 Minuten. Du brauchst jetzt eine schnelle Runde, sonst bist du raus. Noch 30 Sekunden in dieser Session. Damit ist das Qualifying für dich zu Ende. Nur 3 Plätze an Q3 vorbei. 13. Platz. Schade.
Das Auto ist fertig. Los geht's. Maximal eine Sekunde hinter deinem Vordermann bist.
überholen.
Abstand und kann DRS nutzen. Sitzt dir im Nacken. Er ist direkt hinter dir. An ihm vorbei. Du bist viel schneller in Sektor 1. Laut unseren Daten fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Perez wird in den nächsten 5 Runden an die Box kommen. Oh.
ganzen Gummiabrieb aufgesammelt und musst mit verringertem Grip rechnen, bis du die Reifen wieder sauber gefahren hast. Bleib auf der Ideallinie. Dein Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl, maximale Leistung. Deine Reifen sind ziemlich unten. Hol dir neue Gummis, wenn es sein muss. An die Box. Hamilton liegt auf Platz 1. Crew zieht beim nächsten Stop weiche Reifen auf. Achte auf die weiße Linie, riskier keine Strafe. Wir haben dir einen Satz der weicheren Reifen gegeben. Weiche Reifen. Du hast noch zwei Stops. Noch zwei Stops. Der Sprit ist knapp. Wir müssen es jetzt erstmal ruhig angehen, damit wir uns eine Reserve schaffen und das Rennende sicher erreichen können. Gutierrez ist direkt hinter dir. Du musst pushen. Er darf uns nicht überholen.
Dr. Kimi. Der Fahrer vor dir ist auf harten Reifen unterwegs. Du bist also im Vorteil. Zurzeit sind ziemlich viele Autos an der Box. Du musst mit viel Betrieb am Boxenausgang rechnen. Okay, dein Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl, maximale Leistung. Vielleicht ein magereres Benzingemisch wählen, damit wir am Ende des Rennens noch genug Sprit haben. Nur zur Info, wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen.
Du musst unbedingt auf Gemisch 1 wechseln. Gemisch 1. Du musst das magere Gemisch wählen, wenn du ins Ziel kommen willst. Wir haben nur noch sehr wenig Sprit. Wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Der Vorsprung auf deinen Verfolger beträgt weniger als eine Sekunde. Pass auf, er wird vielleicht ERS nutzen, um dich zu überholen.
Fahrer hinter dir fährt mit Standarddrehzahl. Hintermann mit Standarddrehzahl. Dass Rosberg in den nächsten zwei Runden an die Box fährt. Die Box ist für dich bereit. Komm diese Runde rein. Okay, harte Reifen beim nächsten Stopp. Platz verloren. Setz ihn unter Druck und versuch zu kontern. Boxenstopp. Ziemlich abgefahren. Sei in Kurven vorsichtig, du hast kaum Traktion. Boxenstopp bekommst du harte Reifen. Achte beim Rausfahren auf den Verkehr. Du bist auf harten Reifen. Noch ein Boxenstopp. Du solltest ein magereres Benzingemisch wählen, damit uns nicht am Ende des Rennens der Sprit ausgeht. Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen.
Benzingemisch vielleicht auf Standard drosseln. Was wir wissen, ist bei Vernier in den nächsten 5 Runden ein Boxenstopp fällig. Versuch die Lücke zu deinem Vordermann zu schließen. Zurzeit sind es 2 Sekunden. Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl, maximale Leistung. Sieht aus, als ob die Rester diese Runde reinkommen. Wir müssen Sprit sparen, damit er reicht. Gemisch 2, Gemisch 2. Positionen vor dir. Okay, die Zeiten sehen gut aus. Du kannst mit der Spitze mithalten. Der Mann hat eine Durchfahrtsstrafe erhalten. Lass dich nicht auf ein Duell mit ihm ein, falls er einen Überholvorgang startet. Vernier müsste innerhalb der nächsten 4 Runden an die Box kommen.
Command of Weather. Du musst das Auto hinter dir vorbeilassen. Das ist eine Überrundung. Gut gemacht. Und jetzt wieder Tempo. Es gibt keine blauen Flaggen mehr für dich. Sekunden Vorsprung auf das nächste Auto. 3 Sekunden. Er liegt gerade mal 2 Sekunden zurück. Wenn du einen Fehler machst, sitzt er vermutlich zum Überholen an. Sekunde pro Runde. We'll be right back.
hinter dir. Der Abstand beträgt weniger als eine Sekunde. Er wird beim Überholversuch DRS nutzen. Du bist etwas schneller als die Rester. Nach unseren Berechnungen müsste sich die Rester bald einen neuen Reifensatz holen. Wahrscheinlich innerhalb der nächsten drei Runden. Du hast zurzeit 3 Sekunden Vorsprung auf deinen Hintermann. 3 Sekunden. Deinen Hintermann hinter den Erwartungen zurück. Push weiter. Kimi ist 4 Plätze besser als du. Ausgerechnet, dass die Rester innerhalb der nächsten 5 Runden an die Box wollen.
Sekunde schneller als du. Plant einen längeren nächsten Stint. Die Resta ist jetzt auf den härteren Reifen unterwegs. Nächsten Stopp.
Wir glauben, dass Sutil bald an die Box fährt. Wahrscheinlich innerhalb der nächsten paar Runden. Laut unseren Daten fährt ein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Dein Vordermann ist 3 Sekunden vor dir. Du bekommst die blaue Flagge gezeigt. Lass den Wagen hinter dir vorbei. Er ist 1 Runde voraus. Du musst das Auto hinter dir vorbeilassen. Das ist eine Überrundung. Du musst deinen Hintermann vorbeilassen. Wir sollten das Benzingemisch vielleicht auf Standard drosseln. Zwischen dir und deinem Vordermann liegen nur 4 Sekunden. Du musst weiter pushen. Daten fährt ein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden.
Lücke zu deinem Vordermann beträgt 3 Sekunden. Kimi ist in die Boxengasse abgebogen. Kimi an der Box. Eine Gruppe langsamerer Wagen. Vielleicht einen Fehler. Du hast 2 Sekunden Rückstand.
Lücke zu deinem Vordermann beträgt 2 Sekunden. Die blaue Flagge gezeigt. Lass den Wagen hinter dir vorbei. Er ist eine Runde voraus. Du musst das Auto hinter dir vorbeilassen. Das ist eine Überrundung. Weniger als eine Sekunde hinter deinem Vordermann. Nutz zum Überholen DRS. Kimis Rundenzeiten sind im Moment 3 Sekunden besser als deine. Verkehr auf, sei vorsichtig.
schneller werden. Dein Verfolger holt auf. Gib wieder Gas. Keine blaue Flagge mehr. Sekunden besser als deine.
dir 3 Sekunden. Sekunde. Zwischen dir und deinem Hintermann ist eine Lücke von 3 Sekunden. Versuch, sie zu vergrößern. Haarscharf an den Punkten vorbei.